Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung und willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider, wo ich jetzt, wo es wohl doch am Dorf liegt, diesen Frames-Einbrüchen. Laut Anzeige sind das aber nur maximal 5 Frames, also 5 Bilder. So geht um 5 FPS runter von 60 auf 55. Es ruckelt wie Sau in OBS, als ob das nur 20 FPS auf einmal wären, aber es werden 55 angezeigt. Ja, ich gucke es mir später an, wenn ich schneide. Irgendwann mal, wenn ich dazu komme und dann sehen wir das ja. Ich hoffe, es ist zu verkraften, aber ich gehe da mal stark von aus. So, wir gehen jetzt hier rein. Ist hier ein neuer Adler? Nee, der spawnt vielleicht erst später wieder. Hat sich anscheinend ausgeadlert erstmal. Oder muss ich die markieren? Liegt seine Leiche hier noch? Auch nicht. Ich guck mal, aber hat sich anscheinend ausgeadlert. Ja, gut, hat sich erstmal ausgeadlert. Entschuldigung, warte, geh mal weg. So. Alles klar, dann rein in die gute Stube. Was soll schon passieren? Sieht von außen viel größer aus. Was hast du gemacht? Jonah, sieh mal. X-Chell und Chuck-Chell. Die Zwillinge werden wieder vereint. Was ist? Lara! Na, was? Nichts kaputt machen, hat Abby gesagt. Ich mach nichts kaputt. Ich restauriere das Original. Das wollte wohl jemand verstecken. Die Zwillinge werden wieder vereint, bevor sie dem Pfad der Lebenden folgen. Das wurde manipuliert. Genau wie das Ding in Mexiko. Das muss ein Hinweis auf den Tempel des Lebens sein. Geh, ich warte hier. Vielleicht finde ich noch mehr. Klingt gut. Ich habe den Tempel gefunden. Toll. Verdammt. Trinity ist schon da und sie sprengen sich den Weg frei. Ich versuche ihnen zu folgen. Okay, Pfad der Lebenden. Und hier drinnen ist uns nichts. Guck mal, hier ist auch noch ein Wandgemälde. Wieso liest du das nicht? Was ist los mit dir? Kannst du ein bisschen schneller laufen, das macht überhaupt nichts. Irgendwo hinter uns. Wo denn? Unter uns. Man wird sich hier wohl mal umgucken dürfen, oder? Man muss hier jetzt echt den ganzen Weg so durchschleichen. Wieso wird das denn nicht automatisch mit aufgenommen, wenn sie da eh schon dran vorbei rennt? Weil sie sich gar nicht angeguckt hat. Ganz tolle Frau. Vom Leben bis zum Tod, vom Vollmond bis zum Neumond dient dieser Tempel als Wächter der Schatulle. Oh, okay. Wir sind quasi da. Bei der Schatulle. Jetzt müssen wir leider langsam wieder zurück. Wenn hier mal wieder die Frames einbrechen. Aber nicht doll. Also, es dürfte eigentlich nicht sichtbar sein. Ich bin ehrlich am überlegen, ob wir vielleicht doch eher lieber auf 30 FPS spielen sollten. Das ist, glaube ich, nicht ganz so schlimm, oder? Latsche ich jetzt jedes Mal so lahmarschig durch. Also ich weiß nicht, was das Spiel für ein Problem hat, ehrlich gesagt. 60 FPS sollten eigentlich gar kein Problem darstellen.
Hier Krokophanten. Da unten ist die Kiste. Was wollte der gerade mit dem Schwalbensprung? Auch keine so genau, ne? So, da ist eine Höhle. Da ist noch irgendwas. Oh, warte. Ein Überlebensversteck. Wo sind wir denn? Wir sind hier. Hier hinter, alles klar. Hier hinten geht noch ein ganzer Weg nachher rum. Wir sollen jetzt hier lang gehen. So wie mir scheint. Und dann hier hinten hoch. Alles klar. Verwirrt, wo bin ich da? Da wollen wir natürlich mitnehmen, der Jute Jolt. Bevor das hier verjammelt. So, hier meine ich, habe ich doch gerade noch eine Höhle gesehen, oder? Nee, das sah nur so aus. Alles klar. Das brauchen wir noch nicht mitnehmen. Hier ist auch sonst nichts. Haben wir sonst noch irgendeine Markierung hier? Nee, die nächste wäre es hier. Hier sind Stege. Also jetzt werden wir wahrscheinlich schön rundum technisch auf die Jungs von Trinity treffen. Unterwegs. Warum auf einmal so hektisch? Dr. Dominguez ist hier in Peru. Ist das Grund genug für dich? Ja, Commander. Tut mir leid, Sir. Fällt ja auch bestimmt nicht auf, wenn hier jemand so lang schwimmt. Arsch voll Pflanzen. Ich glaube, dieses ganze Pflanzeneingemische, das will ich sowieso nicht benutzen. Zumindest mal stark von aus. Die Drohnen waren unerwartet schwer und scharf, aber das Boot ist okay. Gut, dass du da bist. Wir haben ein Problem. Der Generator schon wieder? Bin dabei. Wir sollen unter Wasser suchen? Wir sollen überall suchen. Offensichtlich haben wir die ganze Zeit was drin. Okay, wollen wir uns dann jetzt eine Taucherausrüstung oder so? Besser. Einige Unterwasserdrohnen. Der Commander kriegt das alles wieder hin. Unterwasserdrohnen? Zentrale hier Dockstation. Operation Einsamer Wolf läuft. Ich hoffe, das stört jetzt keinen. Oh, ich kratze gleich ab. Feuer unterm Arsch gemacht. So ist er sonst nie. Keine Ahnung. Wir konnten sie nicht erreichen. Das war vor einer Stunde. Was zum Teufel soll die Scheiße? Ich weiß nicht. Weißt du warum? Weil wir sie nicht erreichen konnten. Mist. Bin mir ziemlich sicher, dass ich gesehen wurde. Muss ja Pimmel. Okay, verstehe. Zieh den Schwanz ein, wenn es schmutzig wird. Mhm.
auf jeden Fall. Komm her. Okay, ich wurde einmal gesehen. Umgedrehter Spieß, Errungenschaft freigeschaltet. Sehr schön, seht ihr auch. Gucke nun gerade wie Sau. Aus irgendeinem ominösen Grund. War's das? Sieht fast so aus, ne? So, wir hatten ja auch noch ein Dokument. Das hier. Das alle? Ich würde es hoffen. Okay, so wie es geht, war das noch nicht alle. Was ist der Zettel da? Federn. Gottes Versprechen gegenüber Noah, er würde diese Welt nie wieder zerstören, kann so gedeutet werden, dass er der Meinung war, die Menschen hätten ihre Lektion gelernt. Aber haben wir das? Eine andere Deutung wäre, dass er der Menschheit selbst die Kraft der Zerstörung gewährt hat. Wir sind verantwortlich für alle lebenden Seelen, die jetzt jedoch verdorben und abgestumpft sind. Es ist 4000 Jahre her, seit die Welt zuletzt echte Reinheit gesehen hat, und wir haben vor, das zu ändern. Wir werden die Architekten einer neuen Welt sein. Wir werden allen den Weg ins Himmelreich ebnen. Wir werden dieser sündigen, verwerflichen Welt ein Ende bereiten. Wir werden sehr fanatisch sein. Also das war es noch nicht mit den Trinity-Leuten. Na, da freue ich mich aber. Jetzt müssen wir nur vorsichtig sein, wo ich nicht weiß, wo die hier aufploppen. Oh, wir haben gar kein... Hä, wo sind unsere ganzen Pfeile denn hin? Lara, bist du okay? Ja, hier ist eine Trinity-Basis. Hey, Jonah, Was ist hier passiert? Ich sagte, nichts kaputt machen. Abby, ich kann's erklären. Ich melde mich wieder, Lara. Bloß keinen Blödsinn. Ich werde es versuchen. Croft. Die junge Croft ist aktiver und weniger vergeistigt, als es ihr Vater war. Trotz ihrer Intelligenz geht es ihr bei der Suche nach Artefakten nicht so sehr um deren Bedeutung und Geschichte, während sie gleichzeitig deutlich mehr Risikobereitschaft zeigt. Ohne eigene Kinder oder Familie kann sie sich gänzlich auf die Verfolgung ihrer Ziele konzentrieren, wobei ihr Verhalten teilweise an Besessenheit grenzt. Ein Umstand, der sie mitunter impulsiv oder unberechenbar erscheinen lässt. Wir sind dennoch der Überzeugung, dass sie aufgrund ihrer Tatkraft und Persönlichkeit leichter zu beeinflussen sein und eher Ergebnisse liefern wird, wenn man ihr größere Herausforderungen in Aussicht stellt. Sollte sie darüber hinaus Informationen besitzen, die Richard Croft möglicherweise vor Trinity zurückgehalten hat, wäre dies schlicht ein Bonus. Ihre Rekrutierung wird von uns nachdrücklich empfohlen. Mhm, klar. Ich mach erstmal Mittag. An den Docks. Wir können ihr, und zwar Präzision. Ganz wichtig. Maximalmagazin ist auch ganz wichtig. Und Feuerrate können wir auch ein bisschen putschen. Hier können wir nicht. Und hier könnten wir 4 Upgrades reinwursten. Sehe ich aktuell aber auch noch nicht. Nee, sehe ich aktuell so gar nicht. Hier können wir noch 2 Upgrades reinmachen. Ich mach mal, ne? Ach, guck mal, der hat auch Stufe 4, ne?
Komm, weißt du was? Wir leveln einfach alles, was geht, jetzt aus. Wir pusten überall was rein und dann ist gut. Was soll schon schief gehen? Eins von elf. Flussfalk, der haut richtig rein. Die Sachen können wir nicht. Hier haben wir, glaube ich, auch nichts Neues gefunden. Die Sachen müssen wir noch herstellen. Wir müssen auch wieder jagen gehen, ganz dringend. Munitionshalter erhalten. Mehr Muni, ne? Okay. Fähigkeiten. Haben wir zwei Punkte, das ist sehr schön. So, was haben wir denn hier? Spannen Ihren Bogen schnell und verkürzen die Zeit zwischen aufgeladenen Schüssen. Das wäre ganz gut. Der kostet mich 3. Überlebensinstinkte halten länger an, nachdem Lara sich bewegt. Auf der Schwierigkeitskurve 1 mit dem Dschungel werden feine Ressourcenobjekte erleuchtet angezeigt. Mhm. Sehen Sie Fallen mit Überlebensinstinkten? Okay, ich würde tatsächlich irgendwie mal nach der Wundheilung im Kampf ein bisschen mehr Leben wäre nice. Wir können unter Wasser die Luft länger anhalten. Stapelt sich mit dem Atem des Kaiman 2. Okay, was ist der Atem des Kaiman? Wo kriege ich ihn her? Schlinge der Viper, Lockfallen. Natürliche Schrapnellexplosion, Nadel der Echse. Erschütterungspatronen. Mit allen Pistolen kann Leuchtmunition verwendet werden. Blenden und betäuben sie ungepanzerte Gegner. Betäuben Feinde länger. Ich würde gerne mehr so Richtung Tod gehen. Nach einem lautlosen Killen widerstehen sie kurzzeitig im Schaden durch Feinde. Setzen Sie ungepanzerte Feinde außer Gefecht, wenn Sie ausweichen und dann kontern. Ja, das klingt doch gut. Lautlos ausschalten, einen zweiten Feind. Ungepanzerte Feinde. Boah, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich leveln soll. Schwierig, schwierig, schwierig. Zwei Feinde gleichzeitig kann ich nicht mehr machen. Die Chance, seltene Tiere zu finden, der geht auch nicht. Erhöht die Menge an menschengemachten Herstellungsressourcen, die sie aus jeder Quelle erhalten. Das wäre eigentlich ganz gut. Und dann haben wir das. Und dann können wir erstmal weitergehen. Was liegt hier rum? Holz. Warum riegeln wir eigentlich alles ab? Weil Commander Rourke den Bereich halten will. Keiner darf rein oder raus. Das weiß ich, du Klugscheißer. Aber warum? Das übersteigt meine Besoldung. Vielleicht kann uns nachher das Aufklärungsteam etwas mehr sagen. Schlammlöcher mit X, alles klar. Einsatzbericht an Dr. Dominguez. Suchgebiet Matharuni, Huyana. 5,816587-59,468158. Beweise für eine Migration der Maya entdeckt. Gebiet stellte sich nach weiteren Untersuchungen als Sackgasse heraus. Durchgeführte Maßnahmen: Überflutung des Ortes durch Umleitung des Flusses, Eliminierung der angeheuerten einheimischen Arbeiter, Vernichtung sämtlicher Hinweise auf unsere Anwesenheit. Sonstiges: Unruhen in einem nahegelegenen Dorf. Tödliche Reaktion erforderlich. Gebiet abgeriegelt, Ort überflutet, natürliche Ursache vorgetäuscht. Mediale Verbreitung der Geschichte über den Anstieg südamerikanischer Flüsse infolge des Klimawandels eingeleitet. Alter, Trinity hat ganz schön Macht, ne? So, einmal einschlammen. Die denn? Orvenir, hier ist Commander Rourke. Ist die Abriegelung erfolgt?
Es ist fast geschafft. Alle Zugangspunkte und die meisten Barrikaden sind fertig. Fast ist nicht gut genug. Sichert den Bereich sofort und sorgt dafür, dass alles dicht ist. Ja, Sir. Darf ich fragen, Sir, was los ist? Aufklärungsteam ist unterwegs. Rogue out. Wie viele hat's dort erwischt? Errungenschaft freischaltet dran. Hier sind zu viele Gebäude. Beschissene Sichtlinien. Hier war doch noch einer. Ich verstehe nicht, wie das passieren konnte. Da hinten ist einer. Was zur Hölle geht hier vor? Weißt du doch nicht. Sie sind runter und nicht mehr raufgekommen? Okay. Hier sind zu viele Gebäude, beschissene Sichtlinien. Ich weiß, ehrlich gesagt, nicht, wie ich die beiden ausschalten soll. Dieser Scheißort. Mit Glück bleiben die da. Was zur Hölle geht hier vor? Sollten wir nicht jemanden schicken, der sie sucht? Rock war eindeutig. Keine Suche, bis das Aufklärungsteam hier ist. Der letzte Kontakt war vor fast einer Stunde. Der Commander lässt seine Leute nicht im Stich. Wenn er sagt, oben warten, hat er dafür gute Gründe. Mal, wie soll ich die Beine jetzt ausschalten? Ich verstehe nicht, wie das passieren konnte. Okay, so geht's auch. Okay. Hier gibt's sonst nichts zu holen, wie mir scheint. Okay, das Gebiet ist abgeriegelt. Jetzt müssen wir auf das Aufklärungsteam warten. Findest du das nicht etwas merkwürdig? Es gab unten ein Problem, aber wir schützen uns gegen eine Bedrohung von oben. Alles wie gewohnt. Falls doch etwas schieflaufen sollte, könnte es fast alles sein. Wir kontrollieren auch den Tempel. Ich weiß nicht. Erst hatten wir Alarmstufe Gelb in einem bekannten Bereich und jetzt haben wir überall Rot. Wir haben auf alles überreagiert, seit dieser Sturm getobt hat. Okay, wenn der da hinten sitzt, könnte ich den erwischen. Was ist da unten passiert? Wir sichern den Ort. Offensichtlich glaubt jemand an einen Angriff. Durch was? Mhm. Da unten ist nichts. Sicher? Wir haben etwas gesucht. Vielleicht haben die es gefunden. Und es war was anderes. Verdammt nochmal. Okay. Ich werde nicht gesehen. Das Aufklärungsteam macht das schon. Alles klar, die beiden. Das waren gute Männer.
Verdammt, sie macht Jagd auf uns! Okay. Das war das. Puh, alle erwischt. Fabulös. Kann ich jetzt in Ruhe alles weglooten? Und dann können wir gleich runter. Commander Rogue ist hier in Peru. Er hat Trinity befohlen, eine Ausgrabungsstätte unter einer alten Ölquelle abzuriegeln. Willst du es überprüfen? Ja, ich werde nachsehen, was sie gefunden haben. Rogue war dabei, als Dominguez in Cozumel den Dolch genommen hat. Sie müssen herausgefunden haben, was der nächste Schritt ist, um die verborgene Stadt zu finden. Mhm. Meinst du? Okay. Okay. Warte mal, wir haben noch hier oben Nebenmission, Herausforderung, Namdois. Achso, hier, ja, alles klar. Aber das ist hier oben, glaube ich, nicht der Fall. Ne. Ach, hier ist noch einer, genau, da war einer, zack. Puh, ja, dann, habe ich ja eigentlich gedacht, dass wir dann hier rumkommen, aber anscheinend nicht so richtig. Hm. Sehr schade, sehr schade. So, hier haben wir jetzt 24% abgeschlossen. Hier haben wir 48 und hier haben wir 71. Ich weiß nicht, wie wahrscheinlich wird das hier noch gebietstechnisch alles so ein bisschen laufen. Hier können wir, glaube ich, jetzt aber wieder zurück, ne? Nach Cozumel. Aber hier kommen wir noch nicht rein, weil wir dieses olle Messer noch nicht haben. Hier, da fehlt nämlich hier die Schatztruhe noch. Die können wir nicht öffnen. Und dann war doch hier noch irgendwas. Ah, hier war mal die Stadt. Die Schatztruhe. Wo ist denn das andere Ding? Hier waren die Höhlen. Und ein Artefakt, was hier noch fehlt. Was auch das. Ach, unten Überlebensversteck. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Naja. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und für mich dann auch in der nächsten Aufnahme. Und bis dahin sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein bei Shadow of the Tomb Raider. Und ich hoffe, ich speichere jetzt und der spawnt hier bei der nächsten Aufnahme wieder. Und bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und ja, ach ja, habe ich glaube ich schon gesagt, ich bin der Mechaniker und ich bin raus. Tschüss!